Der Rechner wird zunächst eingeschaltet und anschließend schalten wir das Smartphone an. Kennwörter sollten nie über die Smartphone-Tastatur eingegeben werden. Im unteren Teil, im Bereich der Uhr, befindet sich die Steuerung des Smartphones. Sie erreichen Sie über dieses Symbol. Wir wollen zunächst das Smartphone einmal ausrichten. Wir erkennen jetzt hier oben ein rotes Kreuz. In der Mitte ist ein weißer Punkt. Bitte genau darauf zielen. Je nach Typ des Smartphones können unterschiedlich viele Punkte für eine Kalibrierung notwendig werden. Ein Board wird immer dann kalibriert, wenn die Reaktion des Boards nicht einwandfrei funktioniert. Bleiben wir hier unten bei dem Menüpunkt. Wir können mit Hilfe dieses Menüpunkts auch noch sonstige Smartphone-Werkzeuge aufrufen, zum Beispiel den Bildschirmvorhang, das Spotlight, die Lupe, Rechner, Zeiger oder Bildschirmaufnahmewerkzeuge. Außerdem können wir hierüber sofort nach Absicht suchen bzw. unser Smartphone aktivieren, unsere Software aktivieren. Wir können hierüber hinaus auch die dazugehörige Software, die Notebook-Software starten oder Recorder bzw. Tastatur aufrufen. Auf der anderen Seite befindet sich die sogenannte stehende Werkzeugleiste. Auch hierüber erreiche ich wesentliche Elemente des Smartphones sofort. Ich erreiche hierüber sofort den Pfeil oder das Schwammwerkzeug, die rechte Maustaste bzw. die Software und Tastatur. Beim Arbeiten kann ich diese Menüleiste auch wieder am Rand verschwinden lassen.